So, hallo Leute, jetzt erstmal Entschuldigung, dass so viel Bankdrücken kommt. Ich mache halt eben gerade Smaller für Bankdrücken, das heißt, da ist mein Hauptfokus drauf, jedenfalls für diese 3 Wochen. Und ja, im Moment bin ich jetzt in der 2. Woche und habe da 3 von 4 Workouts gemacht. Das heißt, ich muss letztendlich noch 5 machen. Vorgestern oder vorvorgestern habe ich das 7x5 gemacht mit 117 Kilo. Und das war halt ja noch wie alles irgendwie relativ einfach. Es war halt so, dass ich halt wirklich auch noch versucht habe, die ersten 3 Reps so mit einem Atemzug zu machen. Halt so. So. Und dann war es halt so, dass der dritte Rap oft, weil ich die mit einem Atemzug gemacht habe, noch ein bisschen langsamer wurde. Jetzt, heute habe ich 8x4 gemacht mit 125 Kilo und da habe ich dann halt auch für jede einzelne Rap immer neue Atem geholt und neu sozusagen stabilisiert. Also immer so. Ne? Versteht, was ich meine? Und dann, ja, leider habe ich, ich habe meine Dings mitgenommen. Ich hätte beinahe jedes Workout abgefilmt und heute habe ich meine Speicherkarte vergessen. Ich hatte die Kamera dabei, aber die Speicherkarte war noch im Computer drin und ja, habe ein Instagram-Bild davon gemacht, aber naja, egal. Also, ihr habt jetzt mich schon sehr auf Bankdrücken gesehen und heute war halt 8x4 mit 125 Kilo dran und ich muss wirklich sagen, ich merke richtig, dass schon Kraft dazukommt, weil im 8. Satz habe ich dann gesagt, ja komm, so was mich meine Trainingspartner immer auch schon animiert haben. Mach doch mal so viele, wie du kannst. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, mach ich einfach mal. 125. Und da ging dann am Ansatz doch noch 6 Wiederholungen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das hatte ich vorher so jetzt nicht geschafft. Das ist schon, finde ich, für mich ein sehr guter Wert. 6 Wiederholungen mit 125. Und da muss man überlegen, das war der 8. Satz. Das heißt, der wäre vielleicht sogar noch 1 bis 2 Wiederholungen mehr gegangen, wenn ich jetzt wirklich volle Power mich nur auf diesen einen Satz konzentriert hätte. Und von daher kann ich sagen, ich habe es mal noch nicht durchgemacht, aber Kraft kommt auf jeden Fall doch sehr stark, bereits nach 1,5 Wochen. Und ich denke auch, die nächste Woche wird vielleicht ein bisschen fordernd, aber also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas fail. Das ist bis jetzt schon, geht das schon in den Bereich, wo man sagen könnte, eigentlich müsste es jetzt schwierig werden und es wird halt einfach nicht schwierig. Und da bin ich halt irgendwie voll happy. Und morgen 10x13 ist halt echt viel so. Mit 132,5 Kilo. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 130 Kilo. Alles über 130 Kilo habe ich bis jetzt noch nicht mehrmals gedrückt. Also mal gucken, wie das abgeht, aber ich denke, das wird auch nichts Schwieriges. Wird vielleicht ein bisschen schwieriger als heute, aber sonst alles ganz easy. Und ja, so 160 Kilo müssen auf jeden Fall drin sein nach dem Smalloff. Ich werde dann sozusagen, so wie das geplant ist, eine Woche keinen Bankdrücken mehr machen. Also nächste Woche noch den Cycle zu Ende oder Smalloff zu Ende einfach nur. Und dann die Woche darauf kein Bankdrücken trainieren, aber ich denke, ich werde trotzdem Kniebeugen und Kreuzheben trainieren und dann je nachdem mache ich einen Maximalkrafttest für Bankdrücken und vielleicht je nachdem, wie ich mich fühle, dann auch für Kreuzheben und Bankdrücken, für Kreuzheben und Kniebeugen. Und dann haben wir direkt so einen Maximalkrafttest, mache ich sozusagen so ein Meet für mich selber, Powerlifting Meet, um einfach mal meine Kraftwerte zu checken. Ich glaube, ich mache das dann auch so mit nennt man das, mit so nach den Regeln so. Ich hole mir dann Leute, die mir so Kommandos geben und habe 3 Versuche und guck dann einfach, dass ich mein Bestes raushole. Und ja, das wollte ich erstmal sagen. Keine Ahnung, ob ich morgen nochmal die Kamera anschalte und sonst sehen wir uns beim 10x3. So Leute, auf dem Parkplatz von McFit, hier schnell noch mein Zeug trinken, da ist
alles Mögliche drin. Kreatin, BCA und Jack 3D. Und aber nur ein Scoop oder so vom alten Jack 3D ist. Also sehr, sehr leicht. Der Booster, sag ich jetzt mal. Also nicht zum Vergleich zu White Heat. Aber ich bin jetzt so jetzt auch mittlerweile resistent dagegen, obwohl ich. Es braucht echt lange, bis die Resistenz wieder, so, bis man sozusagen wieder sehr empfindlich gegen Booster ist. Ich habe jetzt irgendwie ja, den letzten Monat kaum Booster genommen. Vielleicht alle 2 Wochen mal einmal oder so. Und ja, da ja heute 10x3 mit 132 dran ist, habe ich ja gerade eben schon gesagt, gibt es jetzt Booster. Und dann denke ich, dürfte das auch kein Problem sein. Und Parkscheibe nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen McFits ist. Aber man darf jetzt auch umsonst parken. Aber man darf nur 4 Stunden parken. Ja? Was ist für ein Scheiß? Vielleicht will man nochmal länger als 4 Stunden trainieren. Naja, auf jeden Fall komme ich gerade noch so hin mit 4 Stunden. Und jetzt muss ich gucken, wie spät es ist. 14:30 Uhr. Und leg dann die Parkscheibe hin. Und dann geht's los zum Training. Krass, weil das so hoch ist. Jo, hallo Leute. Das war jetzt der erste Satz von dem 10x3 und ich muss sagen, ich war vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Auf jeden Fall, die ersten Sätze war ich noch sehr kalt. Das hat noch einen riesen Unterschied gemacht. Jetzt seht ihr hier mal in Zeitraffer die ganzen Sätze. Ich habe alle 10 aufgenommen. Also die ersten waren noch kalt und dann irgendwann so ab Satz 5 oder so, da ging es dann besser. Habe ich wirklich gemerkt, so, okay, jetzt war alles warm und so. Und dann irgendwann gegen Ende wurde es dann auch wieder schwieriger. Aber ich habe halt alles, habe alles durchgezogen, 10x3. Habe keine Rap gefailed. Ist die Frage halt eben, ob das nur das Aufwärmen war. Ob ich vielleicht auch jetzt weniger Booster genommen habe. Bei dem 8x4 hatte ich ja jetzt einen Scoop White Heat genommen. Der ist natürlich nochmal deutlich stärker als ein Scoop Jack 3D. Und, naja, auf jeden Fall, werde ich mir jetzt mehr auch darauf konzentrieren, auf jeden Fall für Smoloff noch im Überschuss zu bleiben, damit ich da noch die krassesten Gains rausholen kann. So, jetzt nochmal langsam, letzter Satz. Ja, die allerletzte Rap von dem letzten Satz wurde auch nochmal ein bisschen langsamer. Aber was ja auch ganz witzig ist, das habe ich auch auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 verschiedene Spotter da letztendlich benutzt. Zu Anfang ein paar Leute sind da für mehrere Sätze geblieben. Einmal einen Satz habe ich auch ohne Spotter gemacht, aber ich mag es dann doch lieber, gerade auch wenn das Gewicht dann ein bisschen schwieriger wird, wenn dann sozusagen mir das Gewicht rausgehoben wird und ich das nicht selber rausheben muss. So, jetzt ist hier danach nochmal ein Clip mit Kreuzheben. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr meinen Rücken findet. Wie gesagt, das ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen. Aber das ist wurscht. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich über das Bankdrücken reden. Ich mag es halt lieber, wenn es rausgehoben wird, weil das bei dem McFit oder generell bei mir ist es halt eben so, dass es immer schon so eine halbe Rap ist, das Ding überhaupt aus dem aus dem Rack zu ziehen. Und zumal das ja auch man in so einer mega ungünstigen Position ist zum Drücken. Da verliert man schon mega viel Kraft dabei, überhaupt die Stange in Position zu bringen. Naja, das war's jetzt mal von mir. Mal sehen, wie die nächste Woche Smoloff läuft und bis später.